Nahrungsmittel müssen bezahlbar sein und es wird auch noch daran gearbeitet, dass Menschen ein Recht auf Nahrung haben. Auch Nutzpflanzen für den eigenen Anbau soll bezahlbar bleiben, wird dann unter anderem damit argumentiert, dass die Menschen so die Möglichkeit haben, ihr eigenes Obst und Gemüse anbauen zu können und das kein Privileg wird für Leute, die halt genug Geld haben, einer Grundversorgung wie zum Beispiel Nahrungsmittelherstellung aus der eigenen Hand der Menschen rausgeht. Ist ja, wir müssen ja alle irgendwie essen. Außer du bist schon so weit für die Lichtnahrung. Wichtige Fragen, die wir uns hier stellen sollten, ist, woran sich dieses bezahlbar denn orientiert und wie genau wird dieses Recht auf Nahrung denn umgesetzt. In den letzten Wochen sah ich in Social Media Gruppen sehr interessante Beiträge. Unter anderem ein Beitrag, in dem eine Frau ein Bild von einer Buschbohne, die vorgezogen wurde, zeigte und die bei einem Obi-Baumarkt, glaube ich, zum Verkauf stand. Da wurde eine Pflanze für 1,50 Euro angeboten. Da gab es dann prompt einige Kommentare, die sich dann darüber beschwert haben, dass man dann so viel für eine Buschbohne denn überhaupt verlangen kann und dann es dann doch eine Frechheit ist. Einige wenige haben sich dann eher die Frage gestellt, warum denn es überhaupt Leute gibt, die vorgezogene Buschbohnen denn kaufen würden, weil es dann doch ziemlich einfach ist, Buschbohnen selbst zu kultivieren. Also wenn man die entsprechenden Gegebenheiten hat, wenn es warm genug ist, schmeißt man einfach den Samen in die Erde rein, dann keimen die in 0, nix, 1, 2, 3 Tage. Und dann hat man seine Bohnen, die wachsen auch dann recht zügig. In einem anderen Fall beschwert sich ein Nutzer darüber, dass die Tomaten mehr als 2 Euro kosten. Er findet alles, was über 2 Euro bei Tomatenpflanzen kosten, als grenzwertig. Der Kommentar war nicht unter meiner Werbung zu meinem Pflanzenverkauf. Könnt ihr immer noch meine Pflanzen erwerben, ich habe noch genug Tomaten da. Listen und alles mögliche könnt ihr mir per E-Mail gerne zukommen lassen. Es gibt wunderbare Pflanzen von Paprika, von Tomaten, Gurken bis hin dann zu mehrjährigen Pflanzen wie zum Beispiel Beinwell, Thymian, Rosmarin, Wetterkerze. Dennoch möchte ich auf diese Aussage eingehen, weil meine Tomaten ja auch mehr als 2 Euro kosten und ich ja mit diesem Kommentar mit gemeint bin. Ist das jetzt wirklich grenzwertig, wenn man eine Tomatenpflanze mit mehr als 2 Euro anbietet? Ich weiß selber, dass in den letzten Jahren sehr viele Menschen darüber erschrocken sind, dass halt dann vorgezogene Pflanzen, wenn man die kaufen möchte, dann mal 4, 5, 6, 7, 8 oder 9 Euro kosten können, wenn nicht sogar auch manchmal im zweistelligen Bereich. Sind ja meistens spezielle Sorten oder auch veredelte, sehr ertragreiche Sorten, dementsprechend höheren Aufwand haben. Und sie es als eine Unverschämtheit ansehen, dass halt die Sachen in den letzten Jahren aufgrund von Energiepreisen oder auch von Inflation so stark in die Höhe gestiegen sind und dass dann halt bald Garten ein sehr teures Hobby sein kann, welches sich vielleicht nicht jeder leisten kann. Obwohl ein Garten in einer Krisensituation dann doch Rückhalt geben kann, weil letztlich kannst du hier dein eigenes Obst und Gemüse anbauen, auch vielleicht noch ein bisschen Geld sparen und es ist auch von der Qualität her besser als das im Supermarkt. Wem allerdings es viel zu teuer ist, Pflanzen zu kaufen, dann sage ich einfach, nimmst ein paar Samen in die Hand, streust sie in die Erde und pflegst deine eigenen Pflanzen nebenbei. Das machen auch sehr viele Leute und geben halt auch ihre überschüssigen Pflanzen dann weiter, tauschen sie, verschenken sie oder nehmen eine kleine Aufwandsentschädigung. So geht auch der Kommentarverfasser vor. Pflanzen großziehen und die Überschüsse einfach seinen Freunden geben, alles kein Problem, bevor man sie vielleicht irgendwo auf den Kompost wirft oder gar wegwirft. Wäre auch zu schade drum. Fragwürdig finde ich es halt dann nur, wenn solche Leute sich dann auch noch darüber beschweren, dass halt die Pflanzen dann zu teuer sind. Genau an dem Punkt nehme ich mal an, dass vielleicht solche Menschen keine Ahnung haben, was es bedeutet, selbstständig zu sein, vielleicht eine Gärtnerei zu führen und im allgemeinen Unternehmen und dann auch mal einfach zu kalkulieren, was das Ganze in einem Prozess überhaupt kostet, eine Pflanze groß zu ziehen. Allgemein im landwirtschaftlichen Bereich sind die Leute günstige Preise gewohnt, was zum Teil auch recht bodenlos ist, sind halt viele dann die Discounterpreise dann auch gewohnt und erwarten dann zum Beispiel von Leuten wie mich oder kleineren Bauern, dass sie halt bei solchen,
nenne es mal Dumpingpreise, irgendwie mitziehen sollen. Es gibt sogar einige, die orientieren sich dann im Ausland, wenn man dann so schaut, dass in Rumänien es dann auch Leute gibt, die geben dann ihre Pflanzen für 30 Cent her. Sind halt andere Wirtschaftsbedingungen, die man dort vielleicht auch in Rumänien hat. Das ist ja jetzt kein Vergleich, den man hier in Deutschland stellen sollte, denn 30 Cent hier in Deutschland für eine Pflanze ausgeben, da muss dann schon sportlich sein, wenn du dann damit selbstständig bist und damit dein Geld verdienst. Aber wer würde bei dem Angebot denn nicht zuschlagen, für 30 Cent Gurken und Tomaten pro Pflanze zu bekommen? Da würden sich doch sehr viele eindecken. So, außer du bist für die Bauernproteste und möchtest die deutsche Landwirtschaft, die deutsche Wirtschaft und deutsche Kleinunternehmer und Kleinbauern unterstützen. Oder auch größere Gärtnereien. Oder ist dein eigener Geldbeutel dir doch wichtiger? Ja. Vielleicht sollten wir uns erstmal die Frage stellen, welche Aufwendungen und Kosten wir tätigen müssen, um überhaupt eine Pflanze großziehen zu können, bis wir sie überhaupt mal zum Verkauf bringen können. Denn das ist sehr oft das Problem von den Leuten, auch wenn sie dann mal ihr eigenes Gemüse anbauen und sagen, im Sommer, ich ernte meine eigenen Gurken und das ist alles kostenlos, weil ich bezahle ja nichts dafür, und vergessen dann dabei ihre eigene Arbeitskraft, ihre Arbeitsstunden, vielleicht noch die Töpfe, die Erde, alles mit einzuberechnen, weil dann die Leute nicht wissen, was halt eine Preiskalkulation ist. Und da können wir uns dann erstmal anschauen, okay, was kostet denn überhaupt eine Tomate, wenn ich sie großziehe? Da gibt es natürlich sehr viele Faktoren, die da mit berücksichtigt werden sollten. Nehmen wir mal ein Praxisbeispiel von mir in einem etwas kleineren Bereich. Was brauche ich zum Beispiel für die Voranzucht von meinen Tomaten? Das erste sind die Untersetzerplatten, damit ich hier die Tomaten einfacher transportieren kann und von unten besser gießen kann. Dann Töpfe entsprechende, nämlich mal 8x8x8 oder 9x9x9. Bestellen wir dann meistens auch immer größere Mengen, weil dann die Töpfe etwas kleiner werden. Wenn ich dann die Tomaten verkaufe, dann sind ja auch die Töpfe sehr schnell weg. Das heißt, ich kann sie dann schwer wiederverwenden, was halt bei einer Untersetzerplatte, ja, kann ich ja jedes Jahr immer wieder aufs Neue verwenden, wenn ich sie auch sorgsam behandle. Dann baue ich die entsprechende Erde, da auch wieder die Unterscheidung, ob ich hochwertige Anzuchterde nutze oder meine eigene Komposterde, die ich ja natürlich auch wieder aufbereiten und vorbereiten muss. Die Samen kommen dann darauf an, ob ich mir die zuerst kaufen muss. Dann auch wieder gucke ich, ob das hochwertige Samen sind oder etwas günstigere. Oder nehme ich dann meine eigenen Samen, Aufwendungen mit einbringen muss. Das heißt, ich muss ja die Samen nehmen, du zum Beispiel bei Tomatensaaten den Gärverfahren machen, die ausstreichen, trocknen lassen, einen Umschlag rein oder auch irgendwie so gucken, wie ich sie am besten lagern kann. Die Arbeitskraft an sich für die Voranzucht von den Tomaten, also ja, unter anderem das Wässern, das Pikieren, das Abhärten, noch die Sortenbeschriftungen, dann später vielleicht noch auf den Markt fahren oder auch für den Versand vorbereiten. Alles Arbeitsschritte, wo halt Menschen mit beteiligt sind. Strom für eine LED-Beleuchtung, weil die Leute noch entsprechende große Pflanzen haben wollen. Also die wollen natürlich eine gute Qualität haben und das für einen günstigen Preis. Ist halt wie immer bei den Leuten so. Und eventuell kann es dann auch sein, wenn du halt dann recht früh anfängst oder Spätfröste kommen können und du tust jetzt nicht im Haus vorziehen, sondern vielleicht mal in einem größeren Folientunnel oder einem Gewächshaus. Dann kann es dann auch sein, dass du zusätzlich heizen musst. Das macht zum Beispiel mein Mentor im Permakulturbereich, der mich halt auch mit ausgebildet hat. Der zieht halt nicht in einem Haus vor, sondern in seinem Folientunnel. Da hat er auch größere Heizlüfter mit drin und nutzt auch ab und zu mal Gas. Das könnte auch mit reinkommen. Oder wie ich es halt jetzt mache im Haus, da kannst du, wenn du es aber auch klug machst, rein steuerlich gesehen, die Fläche, die du halt für die Voranzucht nutzt oder auch die Heizung, die ja sowieso für den ganzen Raum zählt, auch runterrechnen, den du vielleicht auch steuerlich geltend machen könntest als Selbstständiger, den kannst du natürlich auch mit in den Preis einrechnen. Nach diesen Aufzählungen eine Frage an dich: Hast du dir mal jemals Gedanken gemacht bei deinen Tomaten, die du dann vorgezogen hast, wie viel das Ganze eigentlich kostet? Die ganzen Schritte, die ich jetzt zum Beispiel aufgezählt habe, vielleicht fallen dir noch weitere Sachen ein, schreib mir das gerne unten in die Kommentare. Im folgenden Beispiel versuche ich, alles auf eine Platte runterzurechnen. In einer Platte passen ungefähr 40 Töpfe rein. Für eine solche Untersetzerplatte habe ich damals 12 Euro gezahlt, kostet jetzt heute 20 Euro. Dennoch setze ich jetzt diese 12 Euro an und 40 Töpfe passen da rein, teile ich nochmal alles durch 40, kommen wir auf einen Wert von 30 Cent. Setzen wir jetzt hier buchhalterisch einfach mal eine Nutzungsdauer bei den Untersetzerplatzen von 5 Jahren an, dann teilen wir nochmal diese 30 Cent durch 5,
haben wir dann 6 Cent. Wenn wir bei den Töpfen ist es so, wenn wir die Pflanzen verkaufen, bekommen wir die Töpfe nicht mehr zurück. Das heißt, ich würde dann pro Topf gut so 10 Cent ansetzen. Natürlich auch wieder abhängig, wie viel man denn auf einmal bestellt, kriegst du dann eventuelle Mengenrabatte. Gut, 95% meiner Tomatensorten sehe ich aus meinem eigenen Saatgut heraus, außer ich hole mir neue Sorten, dann kaufe ich sie mir natürlich, nehme dann ausreichend Samen. Aber wir machen es jetzt einfach mal so, dass ich mein eigenes Saatgut hernehme, wofür ich dann nicht bezahlen muss, aber trotzdem die Arbeitskraft dann mit reinziehe, um halt dieses Saatgut abzupacken, abzufüllen und dann auch fertig zu machen. Insgesamt für den ganzen Prozess vom Saatgut nehmen und abpacken, wenn wir ungefähr 5 Minuten ansetzen. Und für die ganzen Aufbewahrungsmittel oder den ganzen kleinen Kram, wie vielleicht Umschläge, eine Box, Beschriftung, alles drumherum, will ich auch nochmal 5 Cent ansetzen. Das ist ein Stundenlohn für selbstständige Unternehmer, also aus Arbeitgebersicht würde ich auch 50 Euro ansetzen, weil du dann noch andere Sachen hast, wie Steuern zum Beispiel, du musst ja eigene Krankenversicherungsvorsorge machen, eigene Rentenvorsorge. Jetzt gehen wir mal davon aus, du möchtest jetzt die Menge aussamen, dass in jedem Topf eine Tomatenpflanze dann reinkommt. Sagen wir mal, wir haben jetzt 40 Töpfe, einfach mal 2, wir sehen 80 Samen raus. Letztlich kommen wir dann, wenn man das runterrechnet, so auf, ich würde mal sagen, 5 Cent nochmal allein für den ganzen Prozess mit dem Samen aussehen. Die Erde ist dann auch so eine Sache, je besser die Qualität ist, desto kräftiger werden dann auch die Pflanzen, aber dann ist auch die Erde teurer oder wir nehmen irgendeine Billig-Billig-Erde, schauen wir da, wie wir die Pflanzen dann großziehen können oder dann etwas weitergeführt, wenn du deinen eigenen Kompost herstellst und deine eigene Anzuchterde dann anmischt, ist dann auch wieder eine ganze Arbeitskraft mit dabei, wo du dann die Komposterde aussiebst, ganzen Sachen entfernst, vielleicht dann noch mit dem Mischen, mit dem Sand noch, wo dann auch hier wieder deine Arbeitskraft hast, wo du dann auch das alles wieder runterrechnen musst, wo dann auch hier deine Arbeitskraft mit einberechnest. Ich gehe mal von der Anzuchterde aus, da wo ein Liter 60 Cent kostet. Ein Drittel von diesem Liter passen dann in einen Topf rein, wodurch wir dann gut 20 Cent an Erdkosten pro Topf haben. Jetzt haben wir erstmal die ganze Grundlage geschafft, dass wir aussehen können. Haben die Erde abgefüllt in die Töpfe, Untersetzerplatten reingestellt und jetzt erstmal die Samen aussehen und warten dann, bis sie keimen. Und ab hier beginnt dann das ganze Pflegen drumherum. Also das heißt, wenn die Pflanzen keimen und wenn wir das vielleicht erst vorher in der Schale gemacht haben, kommt dann die ganze Pikierarbeit. Das heißt, das Vereinzeln, wenn wir das machen müssen, das Gießen, Beschriftung, dann später das Abhärten, der Verkauf, wo wir vielleicht eventuell noch auf einem Markt fahren und da alles einpacken, aufbauen und dann auch zum Beispiel, wenn die Leute auch zu vor Ort kommen, natürlich auch beraten, welche Sorten die auch haben möchten, einen gewissen Service bieten. Oder wenn wir sie dann auch versenden, den ganzen Versandaufwand drumherum oder dann den ganzen Service hast du dann letztlich nicht im wirklichen Leben, sondern dann auch online. Da setze ich mal über die Monate 3 Stunden an, wodurch wir auf 150 Euro kommen. Und wenn wir das jetzt mal durch 40 teilen, dann kommen wir dann pro Topf auf 3,75. Wie bereits erwähnt, ist es bei den Energiekosten ein bisschen komplizierter. Bei den Pflanzlampen ist es dann auch sehr wichtig, wie hoch der Verbrauch ist. Schau es an, wie lange die Lampen brennen. In der Regel sind es dann so 12 bis 16 Stunden in der Voranzucht. Ich habe jetzt da ein Beispiel dann genommen, wo dann 16 Stunden pro Tag dann angewiesen sind. Ist auch sehr wichtig für die jungen Pflanzen, dass sie halt auch genug Licht bekommen. Und dann, wie viel du pro Kilowattstunde denn überhaupt zahlst. Hab mir dann aus dem Internet mal eine Beispielrechnung genommen für ein Modell und die setze ich dann auch hier jetzt einfach mal als Beispiel mit rein, weil ich halt auch unterschiedliche Pflanzlampen habe und dann muss ich jetzt auch hier jetzt alles runterrechnen, je nachdem, welche ich dann jetzt genutzt habe. Einfach jetzt für vereinfachungstechnischen Grund. Nehmen wir mal an, du tust im Januar, Februar und im März mit den Pflanzlampen arbeiten, zahlst dann im Monat die 5 Euro, sind dann über die 3 Monate 15 Euro und das teilst du dann durch 40 und kommst dann auf 38 Cent. Den Anschaffungswert für die Pflanzlampen und auch die Energiekosten nehme ich jetzt mal aus vereinfachungstechnischen Gründen einfach mal außen vor. Bei den Pflanzlampen überlegst du dir einfach, dass du dir eine Nutzungsdauer nimmst, zum Beispiel von 5 Jahren, legst jetzt einfach mal fest, das dann durch den Anschaffungswert teilst, zum Beispiel kostet die Pflanzlampe 20 Euro, hast vor, sie für 5 Jahre zu benutzen, teilst jetzt 20 Euro durch 5, dann hast du jetzt eine Kosten pro Jahr jetzt hier für 4 Euro. Dann kannst du dann entscheiden, wie groß die Pflanzlampe überhaupt leuchtet, ob sie dann die ganze Platte, auf die du runterrechnest, das alles abdeckt. Und dann kannst du dann hier zum Beispiel durch die 40 Töpfe teilen, hat dann die ganze Pflanzlampe, ganzen 40 Töpfe abdeckt.
abdeckt mit Licht. Wenn wir jetzt diese Kosten aufrechnen würden, dann kommen wir auf gut 4,60 Euro. Und wenn wir das jetzt auch noch gewerblich machen und noch mehrwertsteuerpflichtig sind, kannst du auch hier noch plus 7% Mehrwertsteuer draufrechnen. So, und dann kommst du auf ungefähr 5 Euro. Es gibt noch weitere Einflussfaktoren. Zum Beispiel kann sich auch die Arbeitszeit erhöhen, weil du veredelst oder bist vielleicht biozertifiziert und möchtest dann auch hier kostenanteilig mit deinem Pflanzenverkauf die jährlichen Kosten, die halt bei der Zertifizierung mit anfallen. Ja, natürlich spielt auch die Menge eine entscheidende Rolle. Das heißt, einen günstigeren Preis ansetzen kannst, aber aufgrund der höheren Menge, die du jetzt angebaut hast. Hier in Deutschland haben wir sehr hohe Energielohn sowie Personalkosten und die spiegeln sich dann halt auch einfach in der Produktion wieder. Vor allem, wenn du halt dann sowas wie in der Gärtnerei oder beim Permakulturprojekt sehr viel selbst Hand anlegst und die Sachen großziehst. Gieß mich. Sag bitte. Das ist jetzt im Vergleich zu anderen Ländern, die jetzt keine so hohe Lebenshaltungskosten haben, wie wir in Deutschland, beispielsweise in Rumänien oder auch in Spanien, etwas schwieriger umzusetzen, mit deren ihre Preise zu konkurrieren, wenn sie halt dann günstiger produzieren können. Im Allgemeinen ist der landwirtschaftliche Sektor, zum Beispiel im Obst- und Gemüseanbau oder auch der Tierhaltung, eine sehr herausfordernde. So, die Menschen über Jahrzehnten günstigere Preise gewohnt sind, zum Teil auch wirklich absurd billig. Unter anderem auch daran geschuldet, dass der Markt hier Preisdruck macht, zum Beispiel die Discounter. Und dass die Leute auch zum Teil dann auch gar nicht interessiert, wie zum Beispiel die Tiere gehalten werden oder wie das Obst und Gemüse angebaut wird in miserablen Zuständen. Bürokratische Hürden von zum Beispiel der EU oder auch von ihr, die ganzen Subventionen, die dann mit Geldern Unternehmen und auch Bereiche unterstützen, die eigentlich nicht rentabel sind. Mit der Mentalität, wie die meisten Leute rangehen, dass sie halt das Obst und Gemüse so günstig wie möglich haben wollen oder auch die Jungpflanzen so günstig wie möglich haben wollen, also zum Beispiel mit einem Discounterpreis, weil ja dann Leute weniger Wert auf die Qualität zum Beispiel legen, wird es halt dann sehr schwer für kleinere mittelständische Betriebe oder auch Projekte wie meins ist, da nachzugehen, weil es macht dann letztlich gar keinen Sinn, die ganze Zeit und Energie da reinzustecken und dann die Sachen unter Wert zu verkaufen, wo du dann letztlich so viel Energie, Zeit und auch Geld reingesteckt hast, du dann mit Kosten auch noch rauskommst, die du auch irgendwie decken musst und dann letztlich nur, wenn du Glück hast, eine Nullnummer, wenn nicht sogar Verluste gedreht hast und dann letztlich einfach nur Zeit und Energie verschwendet hast, dann hättest du es auch gleich sein lassen können. Leider sehe ich das dann auch hin und wieder bei einigen Projekten, die dann so herangehen, dass sie halt dann auch mit der mentalen Einstellung wollen, die in sich ja edel ist, dass sie halt jedem die Möglichkeit geben möchten, vielleicht ihr eigenes Obst und Gemüse anzubauen und hier kostenlos Beratungen geben oder vergünstigt oder dann auch Saatgut tauschen, das kostenlos hergeben, Pflanzen verschenken, ihr Obst und Gemüse auch so günstig wie möglich anbieten wollen, wenn nicht auch sogar hier verschenken. Also sehr viel Zeit, Energie und Kraft reinbuttern. Dann doch das Tragische passiert, dass sie das Projekt nicht mehr halten können, weil sie dann sich dann doch überarbeitet haben, die Leute das dann zu stark ausgenutzt haben und ausgereizt und dann letztlich das Geld fehlt, um das Projekt weiter fortzuführen. Und das dann auch mit der Folge, dass sie dann hier Preisdumping in dem Bereich bzw. in der Branche dann verursachen. Das heißt, die Leute sind dann weiter diese günstigen Preise gewohnt oder kommen dann auch nicht mehr zu dir, weil du höhere Preise verlangst als andere, um einfach deinen Lebensunterhalt zu verdienen. Und dann passiert dann letztlich das, was halt auch große Konzerne sehr gerne machen oder größere Unternehmen, um ihre Konkurrenten auszustechen. Ich meine dann zeitweise weniger Gewinn oder auch Verluste, um einfach die Konkurrenz auszustechen. So, wir leben nun mal in dem kapitalistischen System, in dem wir halt auch auf dieses Geld angewiesen sind. Ich kenne natürlich die ganzen alternativen Sachen, habe mich da auch mal mit eingelesen, habe das auch ausprobiert, aber das muss man halt auch wieder hier schrittweise implementieren und auch umsetzen. Das wird auch nicht von heute auf morgen gehen und viele versuchen es halt von heute auf morgen zu machen und verbrennen sich dann dabei und zerschießen sich somit ihr Projekt. Von daher muss man halt auch einfach gucken, dass halt dann die solide Finanzierung auch klappt, dass man auch hier das Projekt und auch seinen einigermaßen angenehmen Lebensstandard auch mit erfüllt. So viel zum Thema mit dem Preis zu den Tomatenpflanzen. Ich hoffe, das kann jetzt vielleicht ein bisschen Licht bei den manchen ins Dunkel bringen, die halt immer so rummeckern, warum das Ganze etwas teurer wird. Muss man sich einfach mal hinsetzen und auch ehrlich zu sich sein, welche Kosten braucht man denn alles, um halt eine Tomatenpflanze großzuziehen.
Würde mich auch mal sehr interessieren, ob du das mal für dich zum Spaß mal gemacht hast. Und vielleicht habe ich sogar einige Faktoren vergessen oder zu niedrig bzw. zu hoch angesetzt. Kannst mir auch gerne unten in die Kommentare schreiben, wo wir so einen kleinen Austausch haben. Kannst auch das Video gerne an Leuten teilen, die so oft rummeckern und dann nicht dabei wissen, welche Arbeit denn dahinter steckt. Und vielleicht mal das einfach als mit diesem einfachen Beispiel mal so eine Vorstellung haben, was das denn eigentlich alles kostet, so eine kleine Tomatenpflanze großzuziehen. Und jetzt noch das andere Thema, welches ich noch ansprechen möchte, und zwar mit dem, dass Essen ein Menschenrecht sein sollte. Natürlich sollte es ein Menschenrecht sein, dass jeder Mensch genug zu essen und auch zu trinken hat, also einfach diese Grundversorgung gewährleistet ist. Die Situation hätten wir eigentlich schon heute. Leider haben wir hier ein Verteilungsproblem oder auch, dass wir mit unseren vorhandenen Ressourcen Verschwendungen betreiben, zum Beispiel mit der Massentierhaltung oder auch mit Monokulturen. Es müsste heute schon keiner hungern. Beim Problem mit der ganzen Sache ist, wenn jetzt zum Beispiel Leute zu mir kommen und sagen, jetzt ist Essen das Menschenrecht und sie möchten das kostenlos haben. Und sagen, okay, ich habe jetzt hier angebaut, die ganzen über Monate hinweg, und die wollen jetzt von mir Tomaten haben. Da ist jetzt die Frage an mich, wie man jetzt so ein Problem lösen sollte, wenn jetzt die Bauern oder Gärtner, wie ich einer bin, ihre ganze Energie und Kraft da reinstecken und natürlich auch in gewisser Weise dann doch Geld benötigen, um halt auch ihren eigenen Lebensunterhalt zu bewerkstelligen. Denn viele unterschätzen das auch. Eigenes Obst und Gemüse anbauen bedeutet nicht, dass man komplett unabhängig ist. Man braucht auch noch andere Sachen, um halt das Leben angenehm zu gestalten. Da ist halt mit dem Essen, brauchst ja Kleidung, Strom, Wasser, vielleicht mal irgendwo hinfahren, Familie, braucht irgendwas, krankheitsfrei, gibt ja immer irgendwelche Fälle. Reparaturen von Maschinen. Nehmen wir jetzt an, es ist ein Menschenrecht und Leute kommen zu mir und sagen, ich hätte gern Tomaten, Zucchini und alles mögliche, dann kann ich nicht jetzt schlecht sagen, nein, oder ich hätte gern Geld, weil es ist ja ein Menschenrecht, Geld wird ja in dem Sinn ja auch nicht geschenkt. Und ich kann ihn jetzt nicht verwehren, zu sagen, nee, ich gebe dir das jetzt nicht oder ich möchte jetzt 5 Euro oder sowas haben, weil es ist ja ein Anspruch von jedem. So, und wenn man mir jetzt nachweisen kann, dass ich dann Überschüsse habe, die ich nicht verbrauchen konnte und sie eventuell dann auf dem Kompost verrotten lasse, dass ich vielleicht dann dadurch Strafen zahle. Bei dem ganzen Gedankenspiel müsste es doch dann eine Institution oder auch den Staat geben, der dann für die Bauern, Landwirte dann eine Aufwandsentschädigung einsetzt, um halt einfach zu sagen, okay, der hat jetzt seine ganze Arbeitskraft damit reingesteckt, war den ganzen Tag tätig, der braucht ja trotzdem irgendwas zum Leben. Auch andere Sachen neben seinem Obst und Gemüse, die Überschüsse, tun wir dann irgendwie subventionieren als Beispiel, um halt dann trotzdem gewährleisten zu können, dass jeder Mensch eine Essensversorgung hat bzw. das Recht auf Essen bekommt. Weil wir leben halt einfach nicht mehr in der Natur, wo Essen frei rumwachsen kann. Ist halt alles sehr viel kaputt gemacht worden. Böden unfruchtbar gemacht. Da muss ja auch Zeit rein investiert werden von Menschen, Arbeitskraft, um halt die Böden wieder aufzubauen, fruchtbarer zu machen. Und unser Kulturgemüse braucht auch zum Beispiel Pflege von uns Menschen, oder wenn wir auch Fleisch halten möchten, ist dann meistens auch so, dass wir Tiere halten, oder wenn manche Leute Eier möchten, dann haben wir auch wieder Aufwand, um uns um die Tiere zu kümmern. So, dieses Gedankenspiel können wir auch unten in die Kommentare weiter fortführen. Ich werde dann auch für mich ein bisschen weiter grübeln und auch an der Stelle das Video jetzt hier beenden. Vielen Dank, dass du eingeschaltet hast. Gerne einen Daumen nach unten hinterlassen. Und hier findest du noch weitere spannende Videos von meinem Kanal, wie du dein eigenes gesundes Obst und Gemüse anbauen kannst.